Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ehrlich, ich habe sehr viel Erfahrung mit Produkten. In einer Kategorie tue ich mich aber noch so ein bisschen schwer. Deswegen gehe ich mit offenem Herzen, großer Hoffnung und wenig Hoffnung. Ich weiß es nicht. Wir testen heute eine neue Foundation, von der ich noch nichts gesehen habe. Die ist jetzt diesen Monat erst rausgekommen. Naturkosmetik. Und sie klingt wirklich, wirklich spannend. Deswegen freue ich mich, dass wir heute die neue Sante Naturkosmetik Radiant Care Foundation testen. Und die hat's in sich. Ich habe jetzt schon so eine kleine Vorstellung, wie es werden könnte. Aber wir schauen einfach, wie sie auf unserer Haut ist und wie sie den ganzen Tag über hält. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und ich zeige euch immer die neuesten, spannendsten Produkte, damit ihr wirklich nur die Dinge kauft, die wirklich, wirklich gut sind. Und bei Foundations ist es ein super persönliches Ding. Ich habe sehr, sehr viele Foundations getestet. Ich liebe Foundations. Und falls ihr mir schon ein paar Jahre folgt, habt ihr gemerkt, wie sich mein Wissen und auch meine Art, Foundation zu tragen, komplett geändert hat. Von der mattesten, deckendsten Maskenbildner-Foundation in Deckweiß zu einem natürlicheren Gefühl und einem natürlicheren Look, so ein bisschen erwachsener, war bis jetzt alles mit dabei. Und da fand ich das ganz spannend. Ich war zufälligerweise im Rossmann und wollte ein paar andere Sachen finden. Habe ich nicht gefunden, habe dafür das gefunden. Eine komplette Theke von Sante Naturkosmetik. Ich muss dazu sagen, lustigerweise habe ich vor einer Woche bei Amazon eine Mascara gekauft. Ich habe alle braunen Mascaras bestellt, die es online gab. Und habe diese hier gefunden von Sante, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ich habe noch gar keine Erfahrung mit Sante gehabt. Deswegen war ich da sehr, sehr offen. Jetzt haben sie eine Foundation rausgebracht. Und ich habe so ein bisschen bei Instagram gelesen und habe aber noch keine einzige Review gefunden. Also auch weder in den Kommentaren noch auf YouTube. Noch auf Social Media, deswegen bin ich heute eure erste Review. Das ist eine Radiant Care Foundation, Corrects, Blends, All Day Glow mit Biopeptiden und Achtung, die ist auf Ölbasis. Und als ich das gesehen habe, ich habe mir die Ingredients hinten angeschaut, dachte ich mir so, uiuiuiui, das erinnert mich sehr, sehr stark an dieses Maybelline Dry Oil Foundation Ding, was ich schrecklich fand. Ich habe die aber im Laden schon mal geswatcht, weil ich schauen wollte, welche Farbe bei mir am besten passt. Und das war eine ganz andere Textur als dieses Maybelline Ding. Deswegen, falls ihr euch für ölbasierte Foundations interessiert, wir schauen einfach mal, dass wir das Ganze zum Gehen bringen. Die hat 13,99 € gekostet. Hier sind 30 ml mit drin. Die ist vegan und Naturkosmetik. Und ist sogar in Deutschland hergestellt. Hier hinten haben wir einmal die Ingredients aufgelistet. Coconut Oil, wir haben Grapeseed Oil, wir haben Sunflower Seed Oil. Verschiedene Ölarten mit verschiedenen Pigmenten. Und das klingt erstmal recht spannend. Ich bin offen, was Ölfoundations angeht. Hinten steht noch drauf, die vegane, mediumdeckende Foundation mit Biopeptiden optimiert das Hautbild für ein ebenmäßiges Finish mit natürlichem Glow. Natürlich farbtreu und perfekt zu verblenden. Klingt sehr, sehr spannend. Es gab in der Filiale 4 Farben. Insgesamt gibt es 8. Ich habe mich jetzt einmal für die 4 und die 5 entschieden, dass wir einfach mal ein bisschen swatchen können. Auf der Webseite bzw. auf Instagram hat man es ganz gut gesehen, wie die Untertöne auch sind. Wir swatchen einfach mal. Die Foundation kommt in so einer, Dropper-Tube. Erinnert mich vom Packaging sehr stark an meine liebste Foundation aus dem High-End-Bereich, diese Sensai Foundation, Luminous Sheer Foundation. Die ist aber, soweit ich weiß, auf Wasserbasis gewesen. Wir haben einmal die 4 und es steht auch drauf Shake Well. Habe ich jetzt die letzten 20 Minuten schon gemacht. Ist wichtig bei solchen Foundations. Die 4, oh ja, ist sehr, sehr hell. Das ist halt immer das Ding im Laden, ne? Und die 5 ist ein bisschen olivfarbener. Ich wünschte, ihr könntet mir jetzt antworten. Ich würde fast sagen, dass ich beide Farben miteinander mische, weil die eine ist mir ein bisschen zu gelb, die andere ist mir ein bisschen zu oliv. Und wenn ich es mische, könnte das Ganze vielleicht sogar funktionieren. Optional kann ich ja natürlich auch immer mit Pigmenten arbeiten, will ich jetzt aber erstmal nicht. Ich muss sagen, 13,99 € ist für eine Drogerie-Foundation natürlich im Vergleich zu anderen teurer, aber ist normal. Aber sie ist made in Germany und es ist Naturkosmetik. Ihr kennt meine Meinung zu Naturkosmetik, da bin ich immer sehr, 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 sehr skeptisch. Aber ich gehe mit offenem Herzen ran, weil ich große Hoffnung habe, dass auch für mich langfristig Naturkosmetik vielleicht gut sein könnte. Wir brauchen keine Grundsatzdiskussion über, was ist Naturkosmetik und was ist keine Naturkosmetik für einen. Das ist auch so ein Ding, ist halt schwierig, ne? Gut, ich mische mir einmal alles auf meinem Handrücken zusammen.
zusammen. Sie ist auch gar nicht so flüssig wie gedacht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich brauche. Ich nehme jetzt erstmal eine Menge, um mir eine Farbe anzumischen. Und ich arbeite heute erstmal mit einem Pinsel. Denn wenn ihr einen Schwamm habt und der sehr, sehr nass ist, also frisch nass gemacht, kann es sein, dass sich die Foundation schon zersetzt. Ich habe auch nichts anderes in meinem Gesicht, gerade um wirklich dafür zu sorgen, dass die Foundation auf meiner Haut gut ist. Wir haben hier einen Pinsel und ich nehme jetzt erstmal was im Pinsel auf. Die Deckkraft auf der Hand sieht erstmal gar nicht schlecht aus und wir starten mal auf einer halben Seite. Weniger ist mehr, habe ich in den letzten Jahren gelernt, deswegen nehmen wir erstmal nur eine kleine, kleine Menge. Sie riecht auch nach nichts, also sie riecht wirklich einfach nach einer Foundation, so ein bisschen nach, ja, halt wie so ein Gesichtsöl. Und die arbeite ich mir erstmal ganz, ganz dünn auf. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich finde auch ölbasiert, viele denken dann immer, es verstopft sofort die Poren und die arme Haut. Funktioniert bei fettender Haut nicht, wäre ich auch vorsichtig. Aber wenn ihr eine normale bis trockene Haut habt, kann man damit prinzipiell schon arbeiten. Die Deckkraft ist jetzt höher als gedacht, muss ich sagen. Und sie ist sehr, sehr leicht. Also ich merke jetzt nicht, dass ich irgendetwas auf der Haut habe. Ich muss dazu sagen, ich muss die Mütze heute tragen, weil ich heute den Öltag in meinen Haaren habe. Also es ist sehr viel Öl in meinem Kopf gerade. Auf meinem Kopf, auf meinem Gesicht. Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit Santa Kosmetik, Naturkosmetik schon gemacht. Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr offen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt First Impression. Sieht sie sehr, sehr leicht auf meiner Haut aus. Ich habe sie noch nicht mit einem Schwamm eingeblendet. Das würde ich jetzt auch tun. Ganz, ganz leicht presse ich das Ganze nur so ein bisschen in meiner Haut. Das Problem bei diesen wässrigen, also nur texturmäßig, nicht inhaltsstoffmäßigen Foundations ist, dass man sie sehr, sehr gut einarbeiten muss, damit diese Schlieren nicht drauf sind und dass die Deckkraft überall gleichmäßig ist. Weil man natürlich nicht so den Überblick hat, wo ist schon Foundation. Ich nehme jetzt noch ein bisschen was auf meinem Handrücken und wenn ich sie hier auf meiner Hand eingeblendet habe, sieht sie auch nicht so speckig aus. Das fällt mir jetzt auch auf der Haut auf. Ich habe sie mir deutlich speckiger vorgestellt. Das ist halt dieses Ölding, ne? Aber Öl heißt nicht unbedingt speckig und meine Haut braucht im Moment eh sehr, 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 sehr viel Pflege. Ich bin ehrlich, ich hätte mich gefreut, wäre die Foundation im Herbst oder im Winter rausgekommen. Jetzt zum Frühjahr bin ich gespannt. Ich erzähle euch einfach nur, ich glaube, das ist aber auch das, ich hoffe, es ist das, was ihr mögt, wenn ich einfach ungefiltert rede, was ich denke, was ich fühle, wie meine Gedanken zu dem Produkt sind. Ich bin sehr überrascht von dem Finish gerade. Ich drehe jetzt mal kurz das Seitenlicht weg, dass ihr ein bisschen mehr Natürlichkeit habt. Jetzt ist es auch ein bisschen dunkler. Die Deckkraft ist höher als gedacht. Sie ist sehr, 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 sehr leicht auf der Haut. Sie hat sich nicht an einer einzigen Stelle zersetzt. Grüß geht raus in Alverde. Wie heißt sie? Habe ich schon aussortiert. Neulich. Und sie sieht sehr... Wow. First Impression ohne alles andere. Top. Ich mache mal weiter. Ich nehme jetzt mal den Schwamm hier. Und schau mal, wie weit wir sie hier aufbauen können. Also mit dem Schwamm, der ist jetzt nicht mehr neu nass. Den hatte ich gestern nass gemacht. Arbeite ich mir das Ganze ein. Nimmt natürlich dann auch so ein bisschen Deckkraft gleich weg. Okay, mein kleiner Zwischenstand. Ich hole mal wieder ein bisschen Licht, dass es nicht ganz so dunkel ist. Und hole euch gleich ganz nah ran. Sie fühlt sich nicht ölig auf der Haut an. Da bin ich überrascht. Also klar, sie fühlt sich an wie eine Foundation, die halt nicht gesettet wurde. Sie ist jetzt aber nicht so wie so ein Gesichtsöl. Ich habe beispielsweise hier von Charlotte Tilbury das Kollagen Superfusion Öl. Ich liebe das abends, aber danach, also das ist halt ein Öl, das du fühlst dich wie ein Chicken Nugget in der Fritteuse danach. Hier jetzt nicht. Es fühlt sich, also du merkst schon, dass du was auf der Haut hast, aber nicht so beschwert, sondern eher wie so eine Maske. Ich habe Hoffnung. Ich habe wirklich Hoffnung gerade. Sehr, sehr nah einmal rangeholt. Und ich muss ein bisschen dahin schauen, dass ich euch den Fokus immer dahin setzen kann, wo ich gerade den Fokus haben möchte. Das ist meine Haut. Ich habe keine Filter auf meinen Videos. Ich habe nur Licht durch. Jetzt seht ihr auch die Porentextur noch ein bisschen besser. Das sieht alles sehr, 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 sehr natürlich aus, ne? Klar, unter den Augen ist noch ein bisschen bläulicher. So ein paar kleine Narben sieht man. Aber die Deckkraft im Allgemeinen ist sehr, 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 sehr schön. Das fühlt sich ganz grandios an. Also es fühlt sich so an, wie die Haut gerade aussieht. Wie eine gefotoshoppte Haut. Ich muss dazu sagen, ich habe auch eine recht gute Haut im Moment, Gott sei Dank. Aber auch auf der Stirn, das ist schon... Es sieht sehr natürlich aus. Oh, also es sieht nicht so aus, als hätte ich eine Foundation drauf und ich habe jetzt viel benutzt, ne? Hier habe ich so eine kleine trockene Stelle. Ja,
Ja, ich glaube, ihr merkt es. Ich bin gerade sehr überrascht, weil ich wirklich, ne, ich habe oft Naturkosmetik schon eine Chance gegeben, aber ich bin der Meinung, dass Naturkosmetik immer nur so ein bisschen halbherzig ist. Und vielleicht muss ich aber auch dazu sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe für Naturkosmetik, die wirklich Naturkosmetik kauft, weil sie ethisch davon überzeugt ist, sondern ich bin einfach interessiert an Texturen und das ist eine sehr, 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 sehr schöne Textur. Ich lasse es auch gerade wirklich recht lange auf der Haut, einfach dass die Haut auch so ein bisschen das Öl aufnehmen kann und das schön warm werden kann. Ein schöner Vergleich, wenn ihr was bratet in Öl und das dann in die Spüle macht zum Abkühlen, dann wird es ja auch fest und das soll ja schön flüssig und warm sein und die Haut soll schön erfrischt sein. Ich würde jetzt mal mit meinem Make-up so ein bisschen im Schnelldurchlauf weitermachen. Ich würde es jetzt aber noch nicht setten. First Impression, grandios auf der Haut. Es ist glowy. Wir brauchen auch eine Lösung irgendwie fürs Setten. Aber wir finden was. Freunde, wenn das funktioniert, ist das ein Game Changer. Also, wisst ihr, was ich meine? Es gab schon mal eine ölbasierte Foundation. Aber eine Drogerie-Oil-Based Foundation mit einem guten Look ist selten. Ich mach mal weiter. Wir sehen uns gleich. Alright, die Base ist einmal so ein bisschen perfektioniert. Ich habe ein bisschen Concealer aufgetragen, ein bisschen Bronzer, ein bisschen Blush. Und jetzt sieht das Ganze auch ein bisschen frischer aus. Es ist immer noch sehr, sehr glowy. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich das fixieren möchte. Ich würde jetzt kein Hyaluronpuder benutzen. Ich würde jetzt einfach mal das Puder nehmen, was ich immer benutze. Coty Airspun. Ne, da weiß ich einfach, wie es sonst funktioniert. Ich nehme Microfiber Multitool Mini, arbeite mir das erst in die Hand an. Ich möchte nur eine ganz, 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 ganz dünne Schicht Puder haben. Und übrigens, es hat sich auch, also alle anderen Produkte, die waren jetzt nicht alle auf Öl basierend, haben sich nicht zersetzt. Ich gehe jetzt einfach nur mal ganz leicht hier lang. Also unter den Augen hat es sehr, sehr gut kaschiert. Ich würde, ihr kennt mich, ne? Ich würde am liebsten, würde ich dieses Glowy, würde ich lassen, aber ich will es jetzt trotzdem ein bisschen setten. Was mich überrascht ist, dass es auch. Bin gleich da, mein Schatz. Ich drehe schnell die Szene zu Ende. Was mich überrascht ist, dass es hier auch gar nicht so krass in die Fältchen gelaufen ist. Na klar, ich habe Mimik, ich bin Mensch, aber sehr, 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 sehr spannend aus. Okay, ich fixiere einmal mein Make-up, würde alles so ein bisschen finalisieren, dann zeige ich euch gleich nochmal das Gesamtergebnis. Ich habe mal kurz Viertelstunde Pause gemacht, einfach, dass das alles richtig schön miteinander funktionieren kann. Ich glaube, dass ich die falsche Wahl mit dem Puder getroffen habe, wobei es sieht nicht schlecht aus. Also es sieht sehr, 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 sehr schön aus. Ich drehe mal das Licht noch ein bisschen runter für euch. Ist immer so ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, wie es dann bei euch rüberkommt. Ich hatte jetzt das Coty Airspun Powder genommen, weil hier auch Talg drin ist und auch in der Foundation Talg mit drin war. Es sieht fein aus. Es sieht wundervoll aus. Ich hatte nur ganz kurz den Eindruck, dass ich vielleicht sogar schon fast zu viel Foundation benutzt habe, aber das kennen wir. First Impression. Nice. Ich wollte euch jetzt aber nochmal diese Sante Mascara zeigen, weil ich die echt gar nicht so schlecht finde. Die ist braun und die ist schon echt ein gutes Braun. Die macht jetzt nicht so Wawawum Wimpern, aber das ist ja auch nicht das, was ich will. Ne? Ein ganz reguläres, normales Bürstchen. Und macht wirklich, also vom Finish ist es genau das, was ich will. Dieses meine Wimpern, aber dunkler in Braun. Ein sehr, sehr schönes Finish. Die hält okay, reicht für mich aber völligst aus. Also die ist schon ganz weit vorne mit dabei von braunen Mascaren. Sie könnte noch ein Stückchen wärmer sein. Ihr habt mir auch ein paar geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte unbedingt diese Burgundy von Charlotte Tilbury ausprobieren. Die geht schon fast ins Rotbraun. Aber die könnte man vielleicht mischen. Okay, also. Base sieht gut aus. Ich fühle mich gut. Ich kann jetzt gerade nichts Negatives sagen. Also dafür, dass ich, wenn ich sie vergleiche, ne, ich habe Erfahrung mit dieser Maybelline-Katastrophe gehabt. Das war furchtbar. Das ist ein ganz, ganz anderes Hautgefühl. Also wenn ihr eine trockene Haut habt, könnte das was sein. Wir starten jetzt mal in den Tag. Es ist jetzt gerade 9 Uhr. Wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Ich werde jetzt meinen ganz normalen Alltag haben. Ich werde jetzt schneiden. Ich habe ein paar Calls. Ich habe ein paar Meetings. Und dann zeige ich euch die Foundation in ein paar Stunden, ihr süßen Mäuse. Bis gleich. 17 Uhr, meine lieben Freunde. Es regnet. Ich war gerade draußen. Und ich bin wieder da. Huh. Ich habe sehr viel zu erzählen. Hallo.
Schön, dass ihr wieder da seid. Vor allem, ihr wart gar nicht so lange weg. Ich habe den ganzen Tag verbracht und für euch war es nur eine Sekunde. Also, ich fahre mit der Tür ins Haus. Krass. Ich habe euch nochmal ein Stückchen näher geholt, dass ihr euch das Bild ein bisschen besser anschauen könnt. Ihr könnt es sehen. Auf der Stirn ist es ein bisschen, in diesem Fall kann ich nicht sagen ölig, es ist wieder ein bisschen lebendiger geworden. Ich habe auf der Stirn aber auch so gut wie kein Puder benutzt. Was versagt hat, war der Concealer. Das tut er aber immer nach ein paar Stunden. Der hat halt nur eine schöne Deckkraft, sieht in der Kamera immer sehr schön aus. Im Alltag ist er zu viel. Also ihr seht das, ne? Der rutscht dann so rum. Ich nehme auch immer sehr, sehr viel Concealer. Concealer beiseite. Das Gesamtergebnis des Make-ups ist grandios. Was mir aufgefallen ist, im Laufe des Tages, dass sie sich an einigen Stellen mit dem Puder gestritten hat. Wenn man jetzt ganz, 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 ganz nah rangehen würde an mich, dann würde man sehen, dass das Puder so ein bisschen bröckelig geworden ist. Also, da bin ich so ein bisschen in der Bredouille, weil die Foundation so schön auf meiner Haut aussah, bevor ich Puder raufgemacht habe, ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, die Foundation ist krass, weil du musst eine Foundation meistens abpudern. Oder du hast so trockene Haut, dann ist sie genau das Richtige für dich und du brauchst kein Puder. Ich würde die Foundation definitiv wieder benutzen. Allerdings ein bisschen anders. Ich habe ja auch in diesem Fall jetzt heute keinen Primer drunter gehabt, weil ich einfach noch keinen krassen ölbasierenden Primer gefunden habe oder silikonbasierten Primer zumindest, der da richtig gut funktioniert mit. Das Allgemeinergebnis ist sehr, sehr schön. Allerdings glaube ich, dass das Puder, was ich benutzt habe, nicht das Richtige dafür war, weil das einfach zu schwer war. Ich habe gegoogelt Oil-Based Powders. Und mir wurde das Charlotte Tilbury Puder vorgeschlagen. Ich muss jetzt noch mal kurz googeln. Dieses Airbrush Flawless Finish Puder. Die Mytikonas könnte schon hinkommen. Hier ist auch Oil mit drin. Ja. Okay. Mandeloil, Flower Oil. Also das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Ich habe halt immer, also bei mir, ich bin ein Sonderfall. Ich bin ein Sonderfall. Ich bin ein Sonderfall, weil ich halt sehr viel Concealer benutzen muss, damit meine Augenringe abgedeckt sind. Und das muss ich halt richtig setten. Deswegen wäre ich so ein bisschen vorsichtig mit Baking Puder bzw. mit dem Coty Aspern. Das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Wir probieren es jetzt auch mal kurz auf meiner Stirn aus. Da bin ich jetzt gespannt, weil ihr da einfach jetzt mal seht, dieser Schein auf meiner Stirn wird sehr, sehr gut weggenommen. Ja, das ist ein gutes Puder dafür. Und wenn man es dann, wir probieren es jetzt mal aus. Schaut mal. Also ich habe ja auch kein Setting Spray benutzt heute. Ich würde das Make-up jetzt einfach mal auffrischen. Das mache ich im Alltag auch oft, wenn ich einen langen Tag hinter mir habe und nicht die Möglichkeit habe, mich zwischendurch abzuputen, neu zu schminken. Wird vielen so gehen. Ihr habt bestimmt auch ein Puder in eurer Tasche, wenn ihr auf die Arbeit geht oder so, dass ihr dann einfach so ein bisschen korrigiert. Das will ich jetzt auch mal machen. Ich möchte jetzt aber mal schauen, wie mein Make-up sich verhält, wenn ich das Ganze auch noch sette. Weil das habe ich vorhin auch nicht gemacht. Ich habe kein Setting Spray benutzt, weil ich Angst hatte, dass sich das Wasser mit dem Öl dann so ein bisschen auseinander nimmt. Es sieht so schon viel, viel frischer und wieder mattierter aus. Und jetzt sette ich das Ganze mal. Einfach um zu schauen, wie sich das Ganze jetzt verhält. Also ihr habt es gesehen, ich bin sehr begeistert von dem Finish gewesen. Ich glaube, dass es ein Sonderfall ist, diese Foundation. Für allgemein. Wenn du eine sehr, sehr trockene Haut hast und etwas suchst mit einer guten Deckkraft, mit einem schönen glowy Finish, was die Haut nicht so beschwert, weil das fiel mir auf, das wollte ich euch noch erzählen, während das Setting Spray trocknet. Ich hatte während des Tragens niemals das Gefühl, dass meine Haut spannt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr schwere Foundations, viel Puder, viel Produkt im Gesicht habt. Irgendwann fühlt sich die eigene Haut so ein bisschen leergezogen an. Weil natürlich die hauteigenen Öle die Haut auch so ein bisschen frisch und feucht halten. Aber wenn ihr so viel Produkt drauf habt, dann zieht das Produkt dieses ganze Öl aus der Haut und das sieht zwar mattiert aus, aber die Haut spannt. Und das hatte ich heute nicht, weil die Foundation natürlich schon auf Ölbasis war und die Haut nicht das Gefühl bekommen hat, dass sie trocken ist. Auch mit Setting Spray hat das Ganze jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde sogar, dass das sehr gut aussieht. Ich wäre aber vorsichtig mit Puder. Ich sag's so, wie es ist, ich wäre vorsichtig mit Puder oder man muss deutlich weniger benutzen oder du nimmst einfach gar kein Puder. Vielleicht schaue ich mir die Marke noch mal ein bisschen genauer an. Falls ihr also Erfahrungen mit Santa habt, dann schreibt sie mir gerne unbedingt in die Kommentare. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil es ist selten, dass ich eine Marke komplett neu kennenlerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und vielleicht
ist es auch etwas, was ihr gerne mal ausprobiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass man die Foundation gut in eine andere Foundation auf Ölbasis, die vielleicht ein bisschen matter ist, reinmischen kann. Einfach um ein bisschen mehr Pflege mit reinzugeben, weil das schon so ein Tinted Oil ist. Oder du nimmst wirklich nur einen Tropfen und trägst es einfach auf deine Haut, ähnlich wie eine BB-Cream auf und hast dann einfach ein frisches Gefühl. Für den Preis, für die Qualität, für das Finish an sich, eine gute Sache. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Bis zum nächsten Mal.